Herzlich willkommen im Spray-TV-Studio vor dem Spiel der Eisbären Regensburg zu Hause gegen die Kassel Huskies. Die ersten drei Scorer jeder Team sind beide bis dato zweistellig und danach fällt es relativ schnell ab, dass es nur noch einstellig wird. Fall. Er wollte, glaube ich, seinen Satz zu Ende bringen. Aber ja, ich wollte den Satz eigentlich noch zu Ende bringen. Während wir hier das Tor für Kassel sehen, da wusste Jonas Neffin nicht, wo der Puck ist. Da lag er unter seinem Schoner und wir sehen es jetzt hier gleich in der Wiederholung. Da bleibt der Puck hängen und der Kasseler spielt nochmal vors Tor und er bleibt dann am linken Pfosten liegen. Ja, Adam Lowry müsste das gewesen sein. Der hat hier einfaches Spiel, glaube ich, 4 Punkte gemacht. Guter Pass von auf Ortler. Ortler probiert es aber über den Kasten drüber. Hervorragender Pass vom Patrick Demetz, die er nichts anbrennen lassen. Der direkte Gegenzug. Und da ist das Gegentor für die Eisbären. 2:0 durch Janik Valenti im direkten Gegenzug, nachdem Nikola Gajowski sie eine Chance vertan hat. Da sehen wir es nochmal. Kann die Scheibe knapp annehmen, aber dann eiskalt über die Schienen von Jonas Neffin. Ja, super gespielt, bis zum letzten Moment gewartet mit dem Pass. Und dann solche Fehler in der Defensive. Lattentreffer. Da wäre gleich nach 8 Sekunden der nächste Treffer gewesen. Aber wir haben es wieder gesehen. Schuss auf den Kasten. Und jetzt ist er drin. Aber kein Überzahltor. Jetzt ist er drin. Kein Überzahltor. Thomas Schwamberger war es, der von der Seite einschiebt. Jetzt sehen wir es nochmal. Andrew Chambry will schießen, verzögert, findet Schwamberger. Und der kann Brandon Maxwell im Tor der Kassel Huskies überwinden. Guter Schuss von Thomas Schwamberger. Mit Ruhe und Übersicht zu Lukas Vladel. Schön schießt ab, aber guter Tipp von Konstantin Ondl, der hier Brandon Maxwell nochmal überwinden will. Die beiden Ex-Memminger gegeneinander. Faber. Chambry legt sich da einfach mal auf den Popo. Faber probiert's. Und da ist er drinnen. Maxi Faber faked Andrew Chambry aus. Dann hat er freie Bahn zum Tor. Und ein Maxi Faber lässt sich das natürlich nicht nehmen. Auch weil Alec Allroth perfekt screened. Super Block. Jonas Neffin. Ja, Jonas Neffin schaut links am Block vorbei. Abgefangen in der Mitte. Gegen Konter Brune. Aber Neffin dieses Mal Sieger. Gajowski, jetzt drüben der Jogen frei. Bekommt die Scheibe. Jogen probiert's. Weit am Kasten vorbei und somit aus dem Drittel raus. Die Reisbären müssen neu aufbauen. Über Girdakis am Drittel rausbringen. Jetzt Jogen. Girdakis probiert. Guter Save von Brandon Maxwell. Die blaue Linie bekommt ihn wieder zurück. Zieht rein. Querpass, Direktabnahme, Schuss. Gute Parade von Jonas Neffin. Regensburg kann das Anspiel nicht Trevino gewinnen. Trevino auf Jogen alleine von Maxwell. Jogen nochmal an Maxwell. Bleibt Sieger, der erfahrene Keeper. Gut abgefangen von Miskowski. Der hat das leere Tor, aber möchte es nicht alleine machen. Alec Allroth, der versenkt den Puck zum 4:1, weil die Eisbären in der Defensive spekulieren und die Scheibe schick nach vorne bringen wollen. Alec Allroth lässt sich das nicht nehmen, überwindet hier Terry Cammond. Zum 4:1. Haben da auch noch Scheibenglück. Der Puck springt von Tyreek Hammonds Schlittschuh genau in den Laufweg von Allroth und der ohne Probleme. Brandon Maxwell probiert es dann nochmal auf McMillan schnell zu spielen. Aber 3 Sekunden noch. Das war's. Hier in Regensburg. Wir sehen ein 4:1 für den absoluten Topfavoriten aus Kassel. Hier in der Regensburger Donauarena.